und Freundin sind natürlich auch willkommen. Mir, dem Retro-Phrenologen an der Blackrock Mountain. Aha, Stone Adventure. Jetzt geht es an die Priester- und Druiden-Challenge. Schauen wir mal, was es da gibt. Es geht gegen General Drakisaat. Das war der Spinner mit der Mana-Kostenreduktion, oder? Da werde ich wohl zwei Mind-Controls in meinem Deck haben. Kann das sein? Durchaus denkbar. Anduin gegen General Drakisaat. Vermutlich auch das Sinnvollste für den Auferstehung, Eldhusard. Klingt nach einer Kombination, die man spielen kann. Sorgt nämlich dafür, dass Kel'Thuzad wahrscheinlich am Leben bleibt. Ihr mir bei der Vernichtung der Sterblichen dieser Welt behilflich sein? Vor allen Dingen, wenn mich nicht alles täuscht, kann ich, wenn er jetzt eine Minion spielt, indem ich Kel'Thuzad reintraden kann, was er halt tut, hätte ich Kel'Thuzad da reinlaufen lassen können und dann Kel'Thuzad wiederbeleben und dann noch einen Kel'Thuzad haben. Also Kel'Thuzad belebt dann Kel'Thuzad wieder. Nicht zu sagen, das wäre Instant Win. Nehmen wir mal eine Karte. Aber das ist eine gute Idee. Und sollte ich Schattenwort... Ja gut. Wenn ich ein unlösbares Problem habe, will ich Schattenwort. Jetzt habe ich leider nur ein 50-50. Versuche ich es trotzdem. Ja. Hi, Kelly! Die Kelly Family kehrt zurück. Kel'Thuzad plus Auferstehung ist... eine recht faszinierende Kombination zu. Ich glaube, ich möchte Kel'Thuzad gerne am Leben halten, ehrlich gesagt. Allerdings nur mit Schatten und Tod. Oder so. Na gut, das geht gar nicht. Aha, mit der Robo-Ingenieur Thermaplug kann ich zwei Minions spielen. Okay, 50-50. Oh, habe den falschen Minion geschlagen. Mist. Na gut, dann kein 50. Dann, Robo-Ingenieur Therma. Ich hätte gerne den 50-50 genommen, aber ich habe mich leider verklickt. Immerhin ein Lepra-Gnom. Oh, was Feines. Er lebt noch. Egal, 50-50. Hey! Nein, nein, Geld! Nein! Wolltest du ihn umbringen? Möge das Licht euch verbrennen! Warum? Warum nur? Ich fand euch doch ganz nett! Isera ist nicht wirklich gut, weil man ihre Zauber nicht spielen kann. Needs Old Shredder. Ja. Dann gebe ich eine ganz solide Karte. Die Geister. Töten wir den mal mit einem Lepra-Gnom. Deathwing. Deathwing. Ich glaube, den sollten wir töten. Ich finde es ein bisschen schade, dass Thermaplug nicht noch einen Lepra-Gnom beschwört, wenn er stirbt. Ja, sonst hat er nämlich Unlimited Feuerbälle und der hat sowieso schon so viel davon. Och, so. Ich denke mal, ein paar von den Ideen sind eigentlich ganz cool. Für die Pechschwingen. Hey, plus 3, wenn ein Gegner Maxi. Ach, das Tier. Von ihnen zermal mal, der kommt auch noch. Okay. Maximum BM, Activate. Ja, Maximum BM, Fade. Aber ich denke, mit so einem Deck könnte man es versuchen gegen den echten General Drakisaat. Druide gegen Rent Schwarzfaust. Na dann, das kann ja was werden. Da hätte ich eher sowas gedacht wie Hunter mit Unleash the Doggies oder so. Oder eben Priester mit Wild Pyromancer vielleicht.
Yay, yeah, übrigens, wir haben einen Drachenwelpling. So unimpressive. Okay, Vulkandrachen möchte ich ausprobieren. Finde ich übrigens gemein, dass sie den hier zeigen, obwohl wir den noch nicht haben dürfen. Das ist nämlich echt eine ziemlich coole Karte. Der ist scheiße. Er soll also ein, kostet ein weniger für jeden Diener, der in diesem gestorben ist, Deck sein. Der Name dieses Decks ist aber, ah ja, die berühmte dunkle Einflüsterung. Das würde ja auch funktionieren. Das Dumme ist, die Minion, die Wisps aus dunkler Einflüsterung sterben, bevor man dran ist. Quatsch. Mein Gesicht, die Konzurrent. Badet in Flammen. Tötet den da hinten. Ihr Schwarzfaust. Nur so Torm, sehr real. Das ist leider 5 Mana, weil ich nicht traden kann. Ich hätte einen Zug warten sollen, traden können. 5 Mana ist zu viel. Hey, guck mal, das ist ein Tasdingo. Hey, guck mal, das ist kein Tasdingo. War ein fliegender Tasdingo. Cool. Auf in die Bresche! Hey, 5 Mana wird keine Drake. Das ist ein Discount. Unaufhaltsam! Okay, sagen wir, ich spiele das Ding jetzt. Und im nächsten Zug trade ich die alle rein. Irgendwie. Was habe ich dann? Dann sind 5, 6, vielleicht 7 Minions sind dann gestorben. Dann kosten die beide nur 2 Mana. Das ist schon ganz schön günstig. Alternative ist, ich beschwöre 2 Taunts. Versucht es. Schauen wir mal, was die Karte so tut. Hauen ihm ein bisschen ins Gesicht. Okay, da werden eine Menge Minions sterben. Einer weniger. Ich denke, ich kann sogar Heldenfähigkeit benutzen. Hau einen um, dann können 3 von denen den umhauen und dann reicht es nicht, um den zu klatschen. Das ich kann Defender of Argus auch noch spielen. Ich muss ja in diesem Zug irgendwie 9 Minions umbringen, also alles muss sterben. Wenn alles stirbt, dann kosten die 0. Das versuchen wir. Das kriegen wir auch, glaube ich, hin. Die rennen den, das war einfach. Ja, das mein Schild für Argus. Tada, tada. Meet the Lumberjacks. Ja, die Idee ist putzig, aber... Ich meine, klar, in dem Duell sterben auf jeden Fall ein Haufen Minions. Das ist völlig außer Frage. Legt euch nicht mit vorne. Aber ich glaube nicht, dass das das Sinnvollste ist. Vielleicht, keine Ahnung. Ich weiß ja auch noch nicht, was er auf heroisch macht. Meine Arbeit ist von höchster Dringlichkeit. Lasst mich in Ruhe. Erstmal stirbt er jetzt. Maximum BM. Der reicht. Damage für Maximum. Ne, ja, jetzt ist es genug. Ja. Dann machen wir, glaube ich, jetzt mal ganz kurz nochmal einen Cut. Heroische heraus. Die Herausforderung haben wir ja abgeschlossen. Und dann schaue ich mir in der nächsten Folge mal an, was die heroischen Viecher tun. Und dann arbeiten wir uns da mal durch. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr macht es beim nächsten Mal genauso. Ciao, ciao.